Naja. So, da drüben gibt es noch eines. Hier gibt es noch zwei. Gehen wir erstmal dorthin. Na? Dann können wir direkt weiter zur Abenteurer-Dingster-Bumster-Geschichte. Und das Rätsel ums UFO aufklären, was er angeblich gesehen hat. Angeblich. Ne? Oh. So, den sollen wir erledigen. So. Hier irgendwo sollen wir auch noch einen Brief abliefern. Alter, wer klingelt da schon wieder? Ich unterbreche kurz, bis gleich. So, da bin ich wieder zurück. Ich bin aber auch ein gefragter Mensch hier, du. Junge, Junge, Junge. So, ein bisschen nach links hier noch. Hier lang, irgendwie. Sollte gleich auftauchen. Da haben wir es. An den da sollen wir es liefern, der da so auffällig, unauffällig steht. Danke. So, Abenteurer. Krimskrams. Briefe im Boston. Achso, ja. So, nachgeladen haben wir auch direkt. Beacon Hill ist das hier, ne? Hui. Sehr schön. Gut, ich denke mal, danach ist dann auch so ziemlich das meiste in Boston abgeschlossen. Es sei denn, es gibt quasi unendlich viele Überbringe, die Briefe oder töte den, töte dies, töte jenes. Die Quelle des UFOs untersuchen. Oh, klasse. Das Klo. Nein, so fies bin ich nicht. Die bestehle ich nicht. Wo kann man hier denn was untersuchen noch? Okay. Hier auch nicht. Hä? Oben in den Bäumen irgendwie vielleicht? Ja, gut gezielt von mir. Aha, da haben wir es doch, ein Regenschirm. Oder was? Oder eine Erfindung von Franklin. Boah, bin ich nicht gut? Bin ich gut oder was? Alter, die ist heftig. Die kann sich mal eben wegteleportieren hier. Gut, kann ich mich dahin denn teleportieren? Ja, Schnellreise hin da. Kommt da wieder die Zwischensequenz? Das wäre Kacke. Nee, kommt nicht. Sehr gut. Dann kann ich hier direkt raus und mir das nächste Ziel markieren. So, da gibt es noch einen Brief, den ich abliefern muss. Und dann war es das hier tatsächlich. Das gefällt mir sehr gut. Was machst du da? Ah, da vorne ist es direkt schon. Oder eher, viel eher. Kranker Scheiß. Ach so. Ah, okay. Weil der sich bewegt hatte in der Zwischenzeit. Sagt 2000. Hat das gebracht?
Nee, nicht der Kill. Ich glaube, weil Mission abgeschlossen ist, ne? Ja, Mission beendet. Gut. Ich wollte gerade sagen, für einen Kill 2000? Nicht schlecht. Lohnt sich. So, Mission ist abgeschlossen. Das war doch für die Eliminierung. Ich dachte, das wäre hier Dingsauftrag gewesen. Hm, cool. 2000 dafür bekommen. Danke. Ja, da nicht für. Ein Brief gibt es noch und der ist dort. Schnellreise ist immer ein bisschen flinker. Nicht? So. Und Kuriermission, die letzte. Oder den letzten Brief hier ausliefern. Wer weiß, ob es danach noch eine Kuriermission gibt. So. Alleine die Hühner. Danke. Bitte. 500. So, das habe ich einfach nur so gemacht, weil ich es kann. Und Tatsache, das war die letzte Mission hier in Boston, zumindest soweit ich das beurteilen kann. Ich weiß nicht, warum der immer da das Zentrum markiert. Ist da noch irgendwas? Naja. Naja. Gut, ich habe nicht ganz Boston jetzt zwar erkundet, aber halb so wild an sich, ne? Das geht natürlich auch nicht. Ich habe hier Bürgermission freigeschaltet, Geschäfte habe ich beide freigeschaltet, befreite Gebiete habe ich alle. Sehr schön. So, dann würde ich sagen, nachdem wir Boston abgeschlossen haben, geht's wieder ins Grenzland. Ups. Das kann jetzt unangenehm geklungen haben. Habe ich voll gegen mein Mikro geboxt hier. Ab, ab. Nee, auf, auf. Oh. Scotch Plains. Ja. Okay. Warum lädt er so lange? Na gut, sind Grenzland, ist Grenzland hier, ne? Dauert immer ein bisschen länger. So, da haben wir New York. Da gibt es eine Schlägerei von Boston. Haben wir doch noch nicht alles für Boston abgeschlossen. Aber da können wir uns wieder nur Markierungen setzen. Hier können wir noch hin. Und uns dann von dort aus ein bisschen die Federn schnappen. Die eine Bärenmission da machen. Und noch einen Klunker holen. Nee. Doch nicht. Naja, dann halt kein Klunker. Scheiß drauf. Ah. Kratzen. Und weitergehen. So, ich denke mal, ich werde auch nicht mehr allzu viel machen. Ist zwar noch nicht spät, aber ich wollte noch ein bisschen was anderes machen. Oder muss noch ein bisschen was anderes machen. Oh ja. Oh ja. Oh geil, das bringt hier gar nichts. Ein wildes Tier. Rekrutenauftrag erfolgreich abgeschlossen. Ah! Verpiss dich doch! Stinkendes Ding. Super, ey. Kann ich hier eigentlich Auftragsattentatsmission vergeben? Ja, kann ich. Das ist sehr gut. Ja, passt. Quebec. Das soll der übernehmen. Jupp. Massachusetts, New Hampshire. Genau. Freiheit für New Hampshire. Ja. Sehr gut. Und dann gab es hier unten, genau, in Georgia. Da kann der hier mal die Mission übernehmen. So. Das hätten wir.
erledigt. Wie soll ich denn daran kommen? Muss ich mir mal von der anderen Seite aus angucken. So. Ach ja, der allseits beliebte Leck hat mal wieder zugeschlagen. Wie soll ich denn... Kann man da etwa einfach so raufklettern? Ich kapiere nicht, wie ich da hochkommen soll. Da kann ich hochklettern, ne? Oh Gott. Nee, am Arsch kann ich doch nicht. Verarschen, da muss ich. Okay, darauf. Wie komme ich darauf? Auf den Ast. Alter. Alter, verpiss dich. Wer nervt mich da? Ach, so ein Trupp. Naja. Zack, zack, zack. Schön auf den Kehlkopf. Schieb ab. Bam, bam, bam. Das fand ich nicht nett. Das finde ich nicht nett. Ach komm. Ach, verpisst euch doch. Verrecke, du kleiner Hodenkobold, ey. Wer, du? Alter! Na los, greif mich an. Greif mich an! Schwuchtel. Jetzt gibt's aufs Maul. Jetzt gibt's richtig aufs Maul für dich. Ja, richtig schön. Oh, ging viel zu schnell. So. Also, wie komme ich da hoch? Auf den Baum, da muss ich. Auf den Baum, ja. Definitiv. So, genau. Und jetzt hier rauf und dann hier rauf und dann ab daran. Jawohl. Und hoch. Juhu. Sehr schön. Oh, da war der Haufen. Naja, man kann nicht alles perfekt machen, ne? Wusste ich's doch, dass da noch ein Klunker war. Wusste ich's doch. Und dann weiß ich nämlich gleich auch, wie viele mir noch fehlen. Ne? Gleich doppelt gut. Alter, 12 Frames, 11 Frames, 13. Das ist uncool. Jawohl, 2000 hat das mal kurzerhand gebracht. Okay. Wo ist hier der Feind? Ein Klunker. Dann sehe ich auch gleich, wie viele mir noch fehlen. Noch ein Klunker. Oh, cool. Haben wir schon die letzte... Oder... Dann können wir uns schon das letzte Stück Karte von Captain Kidd holen. Beziehungsweise den Brief an Captain Kidd von Hinkebein. Irgendwie klingt Hinkebein ein bisschen zu eintönig. Da bräuchte irgendwie noch so ein... Als wäre das nur so ein Beiname. Hinkebein Joe oder so. Das wäre besser.